Hallo, ihr Online-Geister. Kurzer Quickie aus dem Auto. Keine Sorge, ich fahre nicht selbst. Ich möchte ein paar Worte mal sagen zum Thema Vero. Da hat mich jetzt auch ein paar Leute drauf angesprochen und dieses Instagram-artige Ding ist ja in den letzten Wochen auch überall aufgepoppt. Generell erstmal, was ist Vero? Eine App, entwickelt von einem, naja, sagen wir mal, etwas fragwürdigen Immobilienunternehmer, beziehungsweise Baugewerbemenschen, der auch irgendwie mit saudischen Familien verbandelt ist. Also da gibt es einiges an Fragezeichen im Hintergrund dieser App. Zur App selbst, ich habe sie bei mir installiert, habe sie ein bisschen ausgetestet. Also soweit, schönes Ding, designtechnisch ganz angenehm. Es erinnert also ein bisschen an eine Mischung aus Tumblr meets Instagram meets so ein bisschen Facebook, aber ja, Richtung Messenger gehend. Aber halt mit einem sehr schönen Design, aber Ästhetik ist nicht alles. Momentan ist die Sache die, auf diese App tut sich recht wenig. Und genau da setzt auch der Hype um Vero der letzten Wochen an. Vero wurde ja rauf und runter besprochen und gesprochen, einfach weil da plötzlich sich so viele Leute wohl anmelden. Insgesamt sind wir bei vielleicht knapp 1 Million Leute. Das ist keine wirklich hohe Zahl. Und hinzu kommt, diese Leute, sind die dann aktiv? Ja, nein, da haben wir keine verlässlichen Daten. Ich würde selbst eher vermuten, man schaut sich es an, weil eben alle anderen bei Vero jetzt gerade sind, beziehungsweise weil halt alle anderen drüber reden. Und das wird dann eher so eine Karteileichenaktion werden, würde ich jetzt mal fast behaupten. Denn es kommt auch zusätzlich noch raus, das war jetzt vor einer knappen Woche gewesen, als das rauskam, dass wahrscheinlich der Entwickler von Vero, also der Chef hinter Vero, irgendwelche Instagrammer bezahlt hat. Also irgendwelche Influencer insgesamt bezahlt hat, bei Vero zu sein, das Ganze zu hypen. Da zeigt sich eigentlich hervorragend Vero so als Beispiel für gutes Influencer-Marketing. Aber das bedeutet auf der gleichen Seite der Medaille, Vero bringt mir jetzt nichts. Also ich selbst habe es ausprobiert. Ich fände es so nicht schlecht, wenn man es auch benutzen würde. Also designtechnisch vom User-Interface ist es soweit okay. Die viel besprochenen Abstürze hatte ich jetzt zum Beispiel auch nicht. Das war nämlich so ein großer Kritikpunkt bei Vero auch gewesen, dass das angeblich nicht stabil laufen würde. Und da kann ich selbst weniger zu sagen. Vero soll ja auch datenschutzsicherer sein. Da weiß ich selbst jetzt auch nicht unbedingt so viel drüber, beziehungsweise kann es einfach aufgrund der mir vorhandenen Datenlage nicht wirklich beurteilen, ob das der Fall ist. Aber von Ästhetik, User Interface, soweit okay. Da kann ich jetzt zumindest nicht meckern. Sieht soweit schön aus. Das Nette ist übrigens auch, es gibt so einen Explore-Discover-Bereich, wo man auch auf Sachen hingewiesen wird, also sprich Vernetzung, Toplisten, sowas ist alles gegeben, dass man selbst zum Beispiel auch ein bisschen bekannter werden kann. Was ich ein sehr cooles Feature finde, man kann auch Bücher, Musik etc. pp. Bei Vero teilen. Was ich selbst nur schade finde, das hatte ich jetzt nämlich mal versucht, dass man bei Vero keine eigene Musik hochladen kann, man kann die Musik halt nur verlinken. Also ich könnte jetzt zum Beispiel nicht diesen Podcast-Quickie hochladen bei Vero. Das finde ich noch so ein bisschen Manko, kann aber auch mit Punkten Datenschutz-Urheberrecht zu tun haben, um halt einfach Raubkopien und Piraterie zu verhindern. Aber es muss sich sowieso erstmal zeigen, ob sich Vero groß durchsetzen kann. Denn generell, Vero ist eine nette Nische, aber aufgrund des fragwürdigen Hintergrunds des Entwicklers, des Eigentümers, sagt einfach mal, schau ein bisschen was, ich packe euch dann mal so einen Link, ich glaube, das war entweder in der Taz besprochen worden oder bei T3N, ich packe euch den Link dann einfach mal mit in die Shownotes rein, also dann einfach mal kurz schauen unter onlinegeister.com/vero-quickie. Aber das soll es auch schon gewesen sein. Ich freue mich immer über einen Kommentar, über Feedback. Abonniert uns beim Podcatcher eures Vertrauens. Und ansonsten, liebe Online-Geister, wuselt in den digitalen Weiten herum und lasst uns euer Feedback da.
Bis bald. Tschüss.